Das kann man sich alles nicht mehr ausdenken. Joe Biden, US-Präsident, erklärt, die Pandemie ist beendet. Der deutsche Journalist Henning Rosenbusch postet das auf Facebook, nur diese Aussage, und er wird von Facebook für 30 Tage dafür gesperrt und zensiert. Schauen Sie sich hier diesen Screenshot an. Wir leben in einem Irrenhaus. Man muss dazu sagen, dass bei Facebook Bertelsmann zensiert, das ist ein deutscher Konzern, die haben die Zensur outgesourced, nicht der Staat zensiert, sondern ein Konzern, der eng verbunden ist mit der Politik, die Bertelsmann Stiftung, die Konzernmutter Lise Mohr, enge Busenfreundin von Angela Merkel, die haben schon im Dritten Reich eng mit dem Staat zusammengearbeitet. Also Zensoren von Bertelsmann, merkt ihr gar nicht, wie ihr komplett euch entlarvt? Gar nicht davon zu reden, dass das gegen geltendes Recht verstößt. Es gibt eine Entscheidung des BGH, wonach die nicht ohne Vorwarnung und Anhörung sperren dürfen. Sie spucken darauf. Entschuldigung, dass ich dieses grobe Wort verwende, aber anders kann ich das nicht mehr ausdrücken. Auch ich wurde gesperrt für ein Kurzvideo, das ich hier auf YouTube veröffentlichen konnte und nicht nur veröffentlichen konnte, wo sogar die Monetarisierung hier auf YouTube zugelassen wurde. Also YouTube hat das nicht nur nicht zensiert, es hat sogar gesagt, da darf sogar Reklame davor geschaltet werden, und Facebook sperrt mich dafür 30 Tage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die so satt inzwischen. Die Sperre läuft jetzt bald aus, aber ich habe da keine Lust, so weiterzumachen. Und ich rufe nur alle auf, die da auf Facebook sind, wechselt zu freien Anbietern, zum Beispiel Getter, wo ich auch bin, weil das geht zu weit. Ein Zitat vom US-Präsidenten, das denen nicht passt, wird zensiert. Es ist unfassbar. Deshalb habe ich damit angefangen, obwohl die eigentliche Nachricht natürlich ist, dass Joe Biden das sagt. Und das müssen Sie sich vorstellen, der Präsident der Vereinigten Staaten, und ich mag den überhaupt nicht, ich halte den für hochgefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in diesem Fall, er sagt etwas, wofür man in Deutschland in Facebook gesperrt wird, wofür man hier noch als Schwurbler bezeichnet wird, als Corona-Leugner und sogar zensiert wird, das Offensichtliche, und hier darf man das nicht sagen. Es ist eine kolossale Ohrfeige für die Regierung, für Lauterbach, für die ganzen Fanatiker, die jetzt immer noch wie an einem Rettungsring, wie Ertrinkende an einem Rettungsring, sich festhalten daran, dass alles immer noch schrecklich ist. Und Biden geht noch weiter. Er sagte zwar, Corona ist weiter ein Problem. Klar, viele Krankheiten sind ein Problem, bin ich völlig mit ihm einverstanden. Und er sagte aber auch bei diesem Auftritt, ich sehe hier Leute ohne Masken, das zeigt, dass wieder Normalität eingekehrt ist, und das ist gut so. Und bei uns herrscht immer noch Maskenpflicht. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie so viele Menschen hier immer noch dem folgen, wenn man wirklich sieht, wir sind Geisterfahrer in Europa, wir sind Geisterfahrer in der Welt, und der Biden ist ja nun wirklich keiner, der hier bei dieser ganzen Krise aufgefallen wäre, dadurch, dass er nicht streng ist. Im Gegenteil, er hat ja Wahlkampf gemacht gegen Trump, bei dem er immer darauf verwies, Trumps Politik in Sachen Virus sei zu lasch. Also das ist ein Corona-Hardliner, und selbst der ist umgeschwenkt. Und bei uns werden parallel noch Leute aus dem ICE geworfen, weil sie im Bordbistro zwischen den Bissen die Maske nicht aufsetzen. Sie glauben es mir nicht, lesen Sie es auf meiner Seite. Justus Franz, Staatsdirigent, hat lange mit dem Schaffner diskutiert, hat gesagt, ich esse, ich kann nicht beim Essen die Maske tragen, rausgeschmissen. Tragischerweise auf dem Weg zu einem Wohltätigkeitskonzert für arme Kinder. Wo leben wir? Was ist hier los? Was muss noch passieren, dass eine Mehrheit das nicht mehr so schweigend hinnimmt, dass man einfach sieht, wir werden hier von Menschen regiert, die, ja, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken, die massive Fehler machen. Die Grünen, die Vorreiter für die Maskenpflicht, diese bayerische Grünen-Chefin, noch im März, man muss aus Solidarität Maske tragen, haben im Bundestag dafür gestimmt, dass die Maskenpflicht in Zügen weiter gilt, dass sie im Herbst jetzt zurückkehren kann. Selber feiern sie auf der Wiesn in München ohne Maske, hautnah im Bierzelt zusammen. Es ist rational nicht mehr nachvollziehbar. Und was mich noch viel mehr wundert als das, ist diese Engelsgeduld einer großen Mehrheit, die, ich glaube, wirklich betäubt, ja, von dieser Propaganda, Dauerpropaganda bei ARD, ZDF,
der Alpenbrav, der Entschuldigung, Süddeutschen und anderen Medien, die einfach hier in einer anderen Realität gefangen gehalten wird. Wie lange das geht, die Geschichte zeigt, es kann lange dauern, es geht nie ewig, auch wenn sich das rumspricht aus anderen Ländern, das Erwachen ist meistens bitter. Ja, leider, so ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute, kurzes Backstage noch, lasst ein Like da, schaut rein. Und ja, zu dem Ermittlungsverfahren gegen mich wegen, hatte ich ein Video gemacht, Aufruf zu Straftaten und Gefährdung, glaube ich, des öffentlichen Friedens. Ich habe es jetzt noch weiteren Anwälten gezeigt, die staunen nur. Neuigkeiten gibt es noch nicht. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und jetzt zum Schluss. Gestern war hier ein Video, da hatte ich YouTube noch gelobt wegen der Monetarisierung. Inzwischen ist es so, dass die aber wochenlang das nicht freigeben. Ich habe jetzt auch ein paar Interviews in der Pipeline, die ich eigentlich schon gerne veröffentlichen würde, aber es wird im Moment massiv wieder verzögert. Ja, im Vergleich zu Facebook, das einfach zensiert, sind das Luxusprobleme, muss man fast schon sagen. Aber es ist natürlich auch so mit meinem Team und allem, ich schenke das ja auch gerne her. Im Moment also wieder YouTube nicht mit dem Holzhammer, aber doch wieder etwas restriktiver. Und da die Kontrolleure ja hier wahrscheinlich mitschauen, nochmal die Bitte, wenn ihr schon bei mir, wenn ihr mir da nicht dieses Vertrauen habt, alles manuell überprüft, dann bitte doch schnell. Und ja, aber generell ist ja fast schon ein Wunder, dass man wieder da zugelassen wird zur Monetarisierung. Ja, muss ich, so schwer mir es über die Lippen kommt, auch mal sagen, dass mich da YouTube positiv überrascht. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade in die Kamera geschaut, weil ich habe vorher einen Fehler gemacht beim Linseneinsetzen, falsche Flüssigkeit, und habe jetzt ohne Linsen aufgenommen, aber ich hoffe, so gut kann ich doch noch fixieren. Meinen Blick reicht die Sehkraft noch. Wenn nicht, dann liegt es nicht daran, dass ich getrunken hätte oder durchgedreht bin, weil der Biden das endlich sagte vor Freude. Nein, es liegt daran, dass ich ein bisschen maulwurfartig heute spreche. Alles Gute, danke, ciao.